Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir spielen Level 3, 2 in der Eiswelt, ne? Ja, genau. Ja, ich habe das hier mal an einem anderen Aufnahmetag alles hier heute. Normalerweise mache ich es immer so, dass ich gleich 6 Folgen auf einmal aufnehme. Aber ja, dadurch, dass es in den letzten 4 Folgen ja so skillig hergegangen ist, habe ich mir gesagt, yo, vielleicht wartest du lieber einen Tag oder so. Oder 1-2 Tage und vielleicht läuft es ja dann besser. Das werden wir bestimmt gleich sehen, ob es besser läuft. Uiuiuiui, was geht denn mit dem ab? Uiuiui, ja moin, ein Ice Bro läuft ja ziemlich hart. Okay, Ice Bros sind die neu? Ich weiß es gar nicht. Also ich kenne eigentlich nur Hammer Bros und Fire Bros. Aber Ice Bros sind sehr neu. Ja, habe ich auch überhaupt nicht scheiße ausgesprochen. Alles easy. So, einmal eine Eisblume für mich. Und da ist sie auch schon wieder weg. Ja, die Wii-Steuerung ist schon sehr... Ja, sie ist teilweise schon sehr nervig, muss ich sagen. Tatsächlich. Aber ich hoffe, dass hier die zweite Sternmünze drin ist. Und ich hoffe, ihr seht mich auch irgendwie annehmbar. Weil ich habe jetzt das Rollo mal ausnahmsweise nicht runtergemacht. Was ich ja sonst immer mache. Aber es ist so schön draußen und ich will jetzt hier nicht, draußen hier, ne, das Rollo runtermachen und so. Das wäre irgendwie, komisch. Ja. Genau, komisch. So, 3 Sternenmünzen haben wir. Also können wir uns ja eigentlich so ins Ziel verpissen. Ne? Also, das dürfte ja kein Ding für uns sein. Und genauso ist es auch. Da haben wir das Ziel. Also, wie es aussieht, läuft es besser. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber das Level fiel mir jetzt tatsächlich nicht so schwer. Okay, hier treffen wir jetzt auf ein paar Ice Bros. Ich kann es einfach nicht anders als dumm auszusprechen. Da vorne ist Lemmy. Oder es ist Lemmy. Lemmy. Ja, Lemmy. Es dürfte Lemmy sein. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Die Ice Bros. Ja, da konnten wir jetzt nicht aus, aber ist ja kein Ding. Gegen die Ice Bros kämpfe ich gerne, denn dann schenkt uns der gute Toad den Pilz. Ne? So war das doch. Beziehungsweise, ich kämpfe ja nicht gegen die Ice Bros. Ich mache hier eigentlich nur... Die Toadblasen befreien und so. Ja, moin. So viel zum Thema, die Toadblasen befreien. Ja, moin. Okay, haben wir da jetzt ein Leben verloren? Ich bin mir nicht sicher. Aber es gefällt mir auf jeden Fall nicht, dass wir jetzt nochmal gegen den Typen kämpfen müssen. Einmal hätte auch gereicht, ehrlich gesagt. Aber na gut. Versuchen wir es nochmal. Die Schoße hier. So, den haben wir schon mal umgebracht. Jawohl. Zack. Da. Easy. So, was bekommen wir? Einen Toad mit 3 Pilzen. Ja, nice. Sehr geil. Die 3 Pilze kann ich gebrauchen, denn in ein Level reinzustarten, in dem man gleich groß ist, ist nie schlecht. So, 3. Starten wir gleich durch. Wir sind ja hier noch ganz am Anfang des Parts. Wir haben auch erst 50% abgeschalten. Tatsächlich. Ja. Entschuldigung. Musste sein. Ist hier irgendwo ein Pilz? Ne, ein One-Up. Alles klar. Ist auch ein Pilz, aber nicht der Pilz, den ich mir erhofft habe. Okay. Oh nein, das Level hier findet auf Eisstollen statt. Und da oben fallen Eiszapfen runter. Da kommt ein fetter Eiszapfen. Alles klar. Gut, schön. Wunderschön. Ein Pilz. Dankeschön. Ja, die typische Höhlenmusik, die man aus Mario natürlich kennt. Da ist die erste Sternmünze. Wieso habe ich das gewusst? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, warum auch immer. Ich das jetzt gewusst habe. Und wieso sieht es da oben so verdammt verdächtig aus über diesen Block? Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist da nichts Verdächtiges. Ja, okay. Alles klar. Ja, moin. Hi, na. Was? Wie kommt mich der denn jetzt erwischen? Ist ja voll lächerlich. Okay, raus da. Kommen wir jetzt wieder an die Oberfläche oder wie sieht's aus? Nein. Okay. Halbzeitflagge. Gut. Die in New Super Mario Bros. Wii nie in der Halbzeit ist. So, Pinguin einmal. Zack, zack.
Boah, schön weg von den Eiszäpfchen. Die Eiszäpfchen sind nämlich etwas, ja, es ist nervig. Ja, moin. Zweites Starcoin. Das ist gut. Also, bisher könnte ich mich echt nicht beklagen, wie sie läuft. Und da ist die dritte Starcoin, oder was? Willst du mich verarschen? Sag mal, sind die Level jetzt wieder leichter? Nee, es ist keine Starcoin. Aber trotzdem ändert ja nichts daran, dass die Level hier auf einmal wieder leichter sind. Irgendwie so gefühlt. Also, mir kommen sie schon leichter vor. Naja. Macht ja auch nichts. Habe ich nichts dagegen. Wenn sie wieder leichter sind, dann fail ich nicht so hart und ihr habt weniger zum Lachen. Nee, warte mal, das ist eigentlich schlecht. Ja, egal. So. Au. 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 Alles gut. Alles gut, Freunde. Alles hier schön wegrammen. Hier könnte es sein, dass wir noch irgendwo so einen Pinguin-Dude brauchen. Oder auch nicht. Ich meine, ich weiß es ja nicht. Pinguin-Dude. Hätten wir dich hier gebraucht? Ja, für einen One-Up. Ha! Ja, yeah, klar. Ach, hier ist noch nicht Ende im Gelände. Na, das heißt, hier ist die letzte Starcoin wahrscheinlich. Das ist sehr gut. Okay. So, dann schön entlang hier. Zack, nicht einfrieren lassen. Lol. What the fuck? Wie soll ich da runterkommen? Nur mal so als Frage. Ich habe keine Ahnung. Ah doch, ich habe eine Ahnung. Haha. Warte, warte, warte. Ich habe tatsächlich eine Ahnung. Und zwar nehmen wir einfach dieses Fässchen hier mit. Ja, ja, ja. Ich bin schlau, meine Freunde. Ich bin schlau. Wuhu. Oh, okay. So, alt, ganz hier an den Rand stellen und runter damit. So, schöne Sache. Also, so könnte es doch echt immer laufen. Da hätte ich echt nichts dagegen. So, zack. Und one up. Wir haben schon 60 Ups, also es läuft sehr positiv dafür, dass wir die letzten paar Folgen ziemlich gefailt haben. Wir haben bei den One-Ups eigentlich immer Plus gemacht. Das ist sehr schön. Ja, es gefällt mir. So, jetzt haben wir hier eine Abkürzung zu dem One-Up-Haus und zu den Ice Bros. Ja, die Ice Bros. Wer kennt sie nicht? Ja. Hi, na? Okay. Die guten Ice Bros. Ice Bros. Fuck, ja, 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 ja. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. So, Entschuldigung. Dann Toad, schmeiß mal wieder ein paar Pilze her. Wie gesagt, die kann ich echt gut gebrauchen. Der Jingle ist super. Der Jingle ist wirklich super. So, jetzt ist die Frage, machen wir das Geisterhäuschen oder Lemmy? Ich würde sagen, das Geisterhäuschen. Wo wir auch ein Secret Exit finden können, wie es aussieht. Ist ja auch ein Geisterhaus. Der führt dann zur Kanone da nach oben. Okay. Das könnten wir hinbekommen. Ich bin gute Dinge, tatsächlich. Und wir haben die erste Starcoin. Ja, es hilft anscheinend positiv zu denken. Ich war letztes Mal mit negativer Energie geladen, Freunde. Deshalb hat es nicht geklappt. Jetzt weiß ich das auch. So. Entschuldigung. Ja, schmeiß hier nicht irgendwelche Einrichtungsgegenstände auf mich. Das ist nicht nett. Ja, jetzt halt's Maul. Ja, moin. Alles klar. Dann ist das die richtige... Nein, nein. Welche Tür ist dann die richtige? LOL. Okay, das war fies versteckt. Das war tatsächlich fies versteckt, weil man eigentlich instinktiv dran gegenspringt, Dingensbumsen. Ja. Pilz. Yay. Oh ja. Ja, immer schön die Wände abchecken hier in Geisterhäusern. Das ist sehr empfehlenswert meistens. Denn da könnten gerne mal Münzen oder vor allem auch die großen, fetten, gelben Münzen, aka Starcoins, versteckt sein. Mal gucken, ob ich den Secret Exit finde. Und da drin ist anscheinend die zweite Starcoin gewesen. So, und normalerweise, also in NSMBU war es immer so, dass die dritte Starcoin beim Secret Exit versteckt war. Ich weiß nicht, ob es in NSMBU auch so ist. Aber das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Vielleicht haben wir den Secret Exit auch schon verpasst und wir sind ja auf dem regulären Weg. Aber ich glaube noch nicht. Noch nicht. So. Okay, noch ist hier
nichts passiert. So, wir holen uns hier ein paar Münzeleins. Ey, das war nicht so nett. Ja, aber hier ist nichts mehr. Dann gehen wir hier dran an das Seil, holen uns die Münzen. Ja, komm, Buhu, komm her. Ja, sehr nett, sehr nett. Dankeschön dafür. Ja, die Buhus sind jetzt eigentlich nicht unbedingt so ein Problem, muss ich sagen. Die Buhus. Was? Nee. Nee. Hab ich gerade nicht gemacht. Ey, Leute, ich dachte jetzt gerade, ich bin tot. Ne? Also, eigentlich hätte ich wirklich gedacht, ich bin tot. Aber, what the fuck? Das ist ultra krass. Und kann diese Plattform auch mal schneller werden? Das gibt's ja nicht. Ist ja lahmarschig wie sonst noch was. Wieso wird es ja langsamer? Gibt's hier irgendwo was Verstecktes? Nein. Oh, ey, das nervt, wenn man sich die ganze... Oh, lol, 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 lol. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig hier. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Wow, 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 wow. Okay, schnell, lass mich runter. Hilfe, hui, sie lassen mich runter. Yay. Ja, komm her, großer Buhu. Jawohl, so will ich das sehen. Und kommt hier nochmal ein Stern raus? Nein, aber wenn ich schnell genug gewesen wäre, dann wäre da nochmal ein Stern rausgekommen. Das heißt, ich muss gleich hier eine Stelle erwarten, wo eine Starcoin versteckt ist. Bestimmt auf der rechten Seite. Nein? Fuck. Jetzt ernsthaft? Warte, 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 warte. Hä? Wäre vielleicht noch ein Stern drin gewesen? Kann das sein? Wäre vielleicht noch ein Stern drin gewesen? Nein, ich weiß es nicht. Na, vielleicht ist die dritte Starcoin hier in New Super Mario Bros. Wii auch auf dem regulären Weg. Keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall den Secret Exit gefunden. Das ist schön und führt uns dann wahrscheinlich jetzt gleich in die sechste Welt. Die Kanone da oben. Ja. Lassen wir mal den Weg erscheinen und gehen da auch schnell hoch. Und die letzte Starcoin werden wir uns auch gleich noch snacken und den normalen Ausgang natürlich auch. Aber davor gucken wir, ob uns diese Kanone hier wirklich in Welt 6 führt. Aber ich gehe stark davon aus. So, ja, es ist Welt 6. Das dürfte dann die Bergwelt sein, glaube ich, oder? Welt 6 ist immer die Bergwelt. I think so. Das werden wir gleich erfahren. Hm. Ja, Welt 4 dürfte Strand sein. Welt 5, was ist denn Welt 5? Achso, ja, der Dschungel. Genau, Welt 6 ist dann Berglandschaft und so. Welt 7 Wolke und Welt 8 ist dann meistens Lava. Und da ist Morten. Das ist Morten, ne? Ja, ja, Morten. Genau. So, Welt 6, speichern, gerne doch. Aber hier machen wir noch nicht weiter. Wir gehen zurück in Welt 3. So. Gut. Und jetzt cutte ich euch den Scheiß. Ja, den auch. Oh, das ist Starcoin. Lol, bei den vielen Buhus da am Rand. Ja, ich muss jetzt nochmal den Secret Exit nehmen. Und dann muss ich, ja, nochmal den normalen Exit nehmen. Wow. So, jetzt sind wir wieder bei dieser sehr lustigen Plattform, die uns vorher fast umgebracht hätte. Aber weil wir Glück hatten und da unten diese Tür war, sind wir noch am Leben. So, und hier ist anscheinend die richtige Tür. Ja, habe ich schon mal instinktiv richtig gemacht, wie es aussieht. Oh nö, nochmal so ein Lift. Was? Warum kam da jetzt ein Husten? Ich habe doch gar keinen Husten mehr. Okay, vielleicht noch so ganz, ganz minimal. Ja. Was auch immer. Was soll denn der Scheiß hier eigentlich? Ist mir ernsthaft. Oh mein Gott, ja. Natürlich. So, geil. Großer Buhu, bitte stirb. Stirben Sie. Ja, stirben Sie. Das ist Deutsch. Wenn jemand fragen will. So, und rein da und ins normale Ziel. So, sehr schön. Ja, wir laufen mit dem Stern hier ins Ziel. Doch nicht. Okay. Alles klar. Und zack, ein One-Up. Moin. Alles klar. Dann kümmern wir uns dann, ja, nächstes Mal um den guten Lemmy da oben. Um den armen kleinen Jungen. Ja. Und genau.
Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann hier bei der kleinen Burg. Nennen wir sie einfach kleine Burg. Bei der kleinen Burg von Welt 3, beim Zwischenboss. Also bis dahin und tschüss.